Ah, und da ist auch schon ein weiterer Tag vorbei. Heute ist der 11. Tag. Cool. So, mal wieder Living of the Land. Fischfokus. Die Salmonelle. Salmon, ich habe keine Ahnung, wie ich das übersetzen soll, was für ein Fisch das ist. Aber sie sind zurückgekommen an ihren Spawning Ground und legen Eier. Das heißt, die River sind voll von ihnen. Du kannst sie nur im Herbst finden. Also geh raus und schnapp dir deine Angelrute. Werden wir natürlich auch tun, oder? Okay, da das Luck heute wieder nicht auf unserer Seite sein wird, lassen wir die Minen auch heute wieder mal Minen sein. Ja, und begeben uns eher... Oh, wir haben halt sehr viele von den Dingen gefunden. Oh, das ist ja so schön. Das ist ja so toll. So. Okay, die sollten wir jetzt heute auch mal verkaufen. Da habt ihr recht. Da habt ihr natürlich mehr als recht. Gut, den Rest lassen wir jetzt auch erstmal einstecken. Liam, erinnere dich daran, dich gesund zu ernähren, weil sonst wirst du nicht genügend Energie für einen harten Tag haben. Und ja, natürlich sende ich dir eins meiner Lieblingsrezepte dazu. Ja, und mach klar, dass du irgendwelche Tomaten verwendest, bla bla bla, keine Ahnung, Spaghetti haben wir genannt. Schöne Spaghetti. So, ja, was mir natürlich gestern noch in den Sinn gekommen ist, was ich leider ein bisschen verkackt habe, euch Bescheid sagen. Oh, die Hühnchen. Erstmal, ach was, wir machen es jetzt so. Heute geht es natürlich angeln mal wieder. Deswegen, also erstmal wird das Hühnchen gestreichelt. Es kriegt was zu trinken. Ja, Max, wir lieben dich. Das Pferdchen brauchen wir nicht streicheln. Jetzt werden die Hühnchenabonnenten gekuschelt und geknuddelt, damit sie keine Aufstände planen, die kleinen Schlingel. Ja. Und weiter geht's auch schon bei uns. Inventory full. Oh, nice. So eine Mayonnaise-Maschine können wir heute eigentlich auch mal wieder bauen. Wie viel Holz haben wir denn gestern? Wir haben 203 Holz geerntet. Das heißt, heute geht es einmal zu unserer liebsten Carpenter und schauen einfach mal, was die so heute für uns auf Lager hat. Und natürlich, wie viel denn jetzt im Endeffekt ein wunderschönes Haus-Upgrade kosten wird. So, das erstmal wieder weglegen. Ich finde, das ist manchmal so doof gemacht, dass nur in bestimmten Momenten... Oh, Avinia mag mich jetzt auch anderthalb Herzen. Ja, brave Avinia. Brav. Braves Avinia-Mäuschen. So. Ja, egal. So, erstmal wieder Zeug einsammeln. Inventory voll. Okay, das ist... Wartet. Also, bevor wir hier jetzt noch viel rummachen. Die kommen doch... Erstmal legen wir unsere ganzen Blackberries hier rein. Und sortieren es mal wieder. Das kommt eigentlich auch nicht rein, das gehört eigentlich auch nicht rein. Deswegen räumen wir jetzt erstmal auf, bevor es dann praktisch weitergeht mit unseren schönen Sachen, die wir hier machen. So. Also hier kommt jetzt erstmal unsere Goldbarren rein. Die Scroll kommt hier nicht rein. Die Wild Seeds kommen hier auch nicht rein. Die haben da drin auch nichts zu suchen. Dafür haben die da drin was zu suchen. So, der Eisenbarren, Artisangut hat da auch nichts drin zu suchen. Aber die Schleimbällchen. So, Frozen. Ah, Quatsch. Vollidiot! So, Angelkiste. Kommen die Algen und das Seaweed rein. Genau. So, und hier kommt also jetzt endlich das Zeug hier rein. Ja, wie gesagt, wir haben sogar relativ viel Holz. Das heißt, wir gucken einfach mal, was das Haus-Upgrade jetzt kostet, also wie viel Gold es kostet. Und der Rest sollte dann schon passen. Ich glaube, einen Baum müssen wir noch abholzen. Ich habe irgendwie, glaube ich, mich daran zu erinnern, dass das... wie nennt es sich doch gleich? Dass das Haus 450 Holz gekostet hat. Und beim Rest müssen wir jetzt einfach mal gucken.
Aber die Eggplants erstmal wieder. Ich glaube, Eggplants sind Zucchinis, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, müssen das Zucchinis sein. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder keine Ahnung, wo ich gerade stehen geblieben bin mit meinem Redefluss, Redeschwall. Was natürlich sehr, sehr zum Nachteil von euch ist. Nein, natürlich nicht zum Nachteil. Quatsch. Oh Gott. Ja, wie gesagt, ich lasse mir jetzt auch einfach mal Zeit, ein bisschen mit dem einzusortieren. Deswegen. Da kommt der. Okay, da legen wir erstmal die Eggplants noch an. So dille. Aber Kohle haben wir sau wenig gefunden. Kohle müssen wir jetzt auch echt mal wieder schauen, dass wir langsam Kohle neu bekommen. Dann sehe ich nämlich auch langsam schwarz. Nein, das war keine Doppeldeutigkeit, weil Kohle schwarz ist. Nein, nein, nein. Ah ja, genau. Wir gießen es trotzdem, weil wir pflanzen dann natürlich wieder irgendwas anderes ein. Jam. Ich glaube, das sind sogar Winterfruits, die Jams, oder? Müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt eh auch die Tage mal... Hallo? Nimmst du das? Ah, Inventory full. Wir müssen die Tage jetzt eh auch mal wieder ins Gemeindehaus und einfach mal gucken, was wir da jetzt noch brauchen oder nicht brauchen. Aber ich glaube, da war auch noch einiges, was wir benutzen müssen. Oh Mann, ey. Ich hasse es. Jetzt haben wir schon eigentlich so viel Platz im Inventar. 30 Platz Slots. Und wir schaffen es trotzdem. Also ich muss ich ja sagen, ich schaffe es trotzdem nicht, dass da genügend Zeug drin ist. Also, dass wir genügend Platz haben, so rum. Ja, über was wollte ich denn heute überhaupt reden? Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, eigentlich wirklich angefangen, mittlerweile mir jeden Tag... Bringt das überhaupt was ein bisschen? Ja, gut, 41 Energie ist schon okay. Ja, ich habe mir jetzt wirklich für jeden Tag Notizen gemacht über Dinge, über die ich reden möchte. Damit es nicht gar so langweilig während dem... Ja, während dem Let's Play für euch wird. Heute. Was steht denn heute? Ah, okay. Gut. Es hat wieder was mit diesem Horror... wie nennt es sich doch gleich? Mit unserem Horror-Creepypasta zu tun. Denn, ja, es war so gewesen, dass irgendjemand hat mich gefragt gehabt wegen dem... Wie ich mir das denn jetzt im Endeffekt vorgestellt habe mit dem Selbstschreiben. Da das ja gar nicht so einfach wäre und da gebe ich recht. Es ist auch nicht so einfach, aber ich muss dazu sagen, ich hatte schon immer eine blühende Fantasie. Und seit ich denken kann, schreibe ich Geschichten. Also wirklich Fantasy-Geschichten, kleinere Geschichten. Ich habe mal wirklich, ich glaube, ein Buch mit 215 Seiten über Fantasy geschrieben. Es ist jetzt natürlich kein J.R.K. Rowling oder wie die Dame heißt, sondern es ist halt wirklich einfach nur, ja, Fantasy im Sinne von mein Fantasy, ne? Es ist jetzt wirklich nicht so hartes Fantasy, wie man jetzt vielleicht bei anderen Leuten, also, es hat seine Daseinsberechtigung, sagen wir es mal so. Es hat jetzt nicht den Hammer, die, fuck it, wartet mal. Fuck it, warte mal. Okay, wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir machen das jetzt mal ganz anders. So. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Hallo? Danke. Ja, bitte. Danke. Wir gehen jetzt erstmal schnell in die Stadt verkaufen und dann laufen wir mal oben beim Häusle vorbei und gucken mal, was der Carpenter denn so von uns möchte.
Normalerweise müssen wir es bis 4 packen, von daher passt es. Ja, es tut mir leid, wenn ich manchmal so ein bisschen lauter oder leiser werde. Das hat damit zu tun, dass ich mich auch während dem Let's Play, gerade wenn die Aufnahmen etwas länger sind, so wie heute. Ja, ich habe hier heute wieder eine meiner 4-Stunden-Aufnahmen, wo ich praktisch für die ganze Woche das Stardew Valley Let's Play aufnehme. Und da habe ich mehr oder minder halt auch manchmal so ein bisschen die Probleme. Jetzt habe ich mitten im Satz das Reden aufgehört, ich Vollidiot. Ne, da habe ich mehr oder minder halt auch teilweise die Probleme, dass ich mit der Zeit ein bisschen verpeilt werde. Ein bisschen hart verpeilt werde. Das ist einfach so. Und ja, dann setzt man sich ein bisschen anders dahin, lümmelt sich mal ein bisschen mehr oder lümmelt sich mal ein bisschen weniger irgendwo hin und zapsarab. Ja. Sitzt man nicht mehr so am Mikrofon wie vorher und die Stimmqualität ändert sich ein bisschen. Was, also von der, nicht nur von der Qualität her, sondern auch von der Laute, also von laut und leise her. Deswegen, das kann schon mal passieren. Aber wir brauchen jetzt erstmal Shitteine. Shittock und Shitteine. Steine. Steine haben wir, dürfen wir eigentlich genug haben. Baum. Hallo. Willst du mich gerade verarschen, Alter? Leck mich doch. Warum kommt das Pferd da jetzt nicht mehr durch von der Seite? Oh, jetzt habe ich den Weg weggehauen. So, 2 Bäume nehme ich mal noch schnell mit. Wir packen es, glaube ich, nicht pünktlich, bis die Dame zumacht. 2 Bäume nehme ich jetzt einfach mal noch schnell mit. Und wir hoffen einfach, dass wir es packen. Ansonsten hat der Liam es mal wieder verschissen. Ja, das ist einfach, aber frühs mit dem Gießen ist das aber halt auch wirklich so eine Sache, ne? Bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte lass die bis 5 Uhr offen haben. Oh, perfekt, sie hat mit, ja, perfekt. So, Upgrade House. 10.000 Gold, 500 Pieces of Wood, joa. Dankeschön. Ich werde morgen direkt starten. Sollte in 3 Tagen fertig sein. Perfekt, dann schaffe ich das sogar noch in dieser Aufnahmesession. Schön, weil 3 Folgen muss ich, glaube ich, sogar mindestens noch machen. Wir haben jetzt Donnerstag, dann Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, passt perfekt. Also, normalerweise müsste ich es in der Aufnahmestation sogar noch packen. Sehr schön, sehr schönovic, sehr schönovic. Ja, da wir eh gerade mal hier so in der Nähe sind, gucken wir jetzt einfach mal, was das Gemeindehaus macht. Was wir da jetzt im Endeffekt noch abgeben könnten oder abgeben müssten. So, schauen wir. Fischtank. Ach, verdammt, ich wollte hier heute eigentlich angeln, ne? Ach, Liam, Vollpfosten. Liam, Vollpfosten. Geolistbahn. Okay, Feuerquarz haben wir sogar. Ja, gut, das haben wir alles. Das heißt, das geben wir heute noch ab. Ich habe mich sogar schon erkundigt, was so die ein oder anderen Räume bringen. Und ja, dieses Teil repariert die Minenkarren. Diese Minenkarren, die ihr überall praktisch so rumstehen seht, die haben einfach den Hintergrund, haben wir die Woche schon vielen Leuten Geschenke gemacht? Nee, überhaupt nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Also den wichtigsten jedenfalls. Diese Minenkarren haben im Allgemeinen jetzt eigentlich den Hintergrund, dass es dir theoretisch möglich ist, schnell zu reisen. Das sind Schnellreisen. Es sind Schnellreisen, wie man es aus The Witcher oder anderen RPGs kennt, wo wir eben von bestimmten Punkten aus zu bestimmten Punkten reisen können. Zum Beispiel von hier aus, warte, ich zeige es euch mal, da oben steht einer. Seht ihr da den Minenkarren oben links? Ach, ich muss da eh hin, das ist eh so ein Ding. Von hier aus können wir dann zum Beispiel Schnellreisen in die Minen machen. Dann müssen wir nicht mehr in die Minen reiten, in dem Sinn, nicht mehr da hochreiten, nicht mal in die Ecken reiten, sondern können direkt hin. Ein weiterer Stopp ist, glaube ich, bei der Schmiede und das war's dann. Das sind, glaube ich, die 3 Schnellreisepunkte, die du mit dem Ding belegen kannst. Deswegen, an und für sich noch nicht mal so schlecht jetzt. Also es ist schon gut, ist schon okay. Also es hat seine Daseinsberechtigung, definitiv. Und deswegen, denke ich mal, nehmen wir das auch einfach mit. Ja, denke ich mal, das nehmen wir einfach mal mit an dieser Stelle. Und hier legen wir jetzt erstmal unsere ganzen... Nein, nein, nein.
Sap haben wir auch noch einstecken, sehr schön. Haben wir Fisch einstecken? Hä? Ah. Ich glaube, der... Ah, okay, diese beiden anderen Dinge gelten als Fische, stimmt. Diese komischen Nusshorn-Dinge, die wir da hatten, zählen als Fisch. Oh, wir haben sogar schon gar keine mehr. Ja, wie gesagt, das kriegen wir heute noch voll. Oh. Die kriegen wir heute definitiv noch voll. Die Felder hier. Normalerweise sollte eigentlich genug Samen rauskommen. Vor allem wichtig sind natürlich diese Quality-Dinge. Haben wir hier noch irgendwo was? Ja, da. Ja, es ist manchmal gar nicht mal so einfach, das verdammte Korn zu sehen. Gerade wenn es reif ist, dann siehst du es im Feld nicht immer unbedingt direkt. So, dann holen wir aber erstmal das Zeug für den Minenkern, dass wir die dann auch noch schnell machen. So, wir brauchen einen davon, einen davon. Wir haben halt überhaupt keine Kohle mehr, ne? Das heißt, wir müssen die Tage eigentlich auch mal wieder Kohle farmen gehen. Sonst haben wir nämlich hier leicht verkackt. Ah, das können wir da noch zu... Ja, gut, das können wir eigentlich mal verkaufen, ey. Dann verkaufen wir auch einfach mal 5 Stück. Lass mir die ganzen Hazelnuts verkaufen. Eggplant behalten wir mal. Blackberries. Plum. Jum. Die Dinge. Oak Resin behalten wir so. Brauchen wir noch den Fire Quarz, ne? Wo haben wir den denn rein? So, einen von den Fire Quarz. So, dann reiten wir jetzt mal mit unserem Hottehü. Und schnell, schnell, schnell Widerwind. Ne, machen wir nicht. Ich glaube, wir machen erstmal die ganzen Korns hier. Ich glaube, das ist erstmal vielleicht ein besserer. Das ist, glaube ich, erstmal besser, wenn wir die ganzen Korns hier verarbeiten. Dauert ja, wie gesagt, nicht lange. Es ist ja fast eigentlich, wie ihr seht, bis wir das reingetan haben und bis wir da runtergelaufen sind, sind die eigentlich schon nachgespawnt. So, und jetzt bräuchte ich mir noch 2 Stück. Haben wir vielleicht sogar noch irgendwo... Nö. Oh, sogar 3 sind rausgekommen. Na, ist hier auch sehr schön. So, das heißt, die haben wir jetzt wieder fertig. Ah, da drin hatten wir noch 5 Korn. Nice, einfach ins falsche Kästchen gelegt. Das passiert halt, wenn man so dumm ist wie ich und es einfach in die falschen Dinge reinlegt. Dann fällt es manchmal nicht so auf, dass man vielleicht doch noch das ein oder andere hat. Ja, heute war Donnerstag, morgen ist Freitag. Das heißt, morgen geht es dann auch wieder zu den Typen. Und ich hoffe so sehr, dass bald wieder Events triggern. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte bald wieder Events haben. Ich möchte bald endlich wieder... Events haben, dass wir mit den Leuten wieder interagieren können, das würde mich so unglaublich freuen. So. Geolichts Bundle. Firequartz, Bundle complete. Mal gucken, was wir hier zu rauskriegen. Okay, du schenkst uns Omnigeon. Ist jetzt noch nicht mal so scheiße. So. Jetzt kriegen wir erstmal unser kleines Geschenk. Noch ein Furniture. Nice. So, und jetzt freuen sich unsere kleinen Unimos, dass wir das repariert haben und
geben uns unser lang ersehntes... Wir sind die Junimo, Wächter des Waldes. Badada. Es tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade gemacht habe. Ich fand es irgendwie passend. So. Und morgen? Ja, ihr müsst euch gedulden, aber morgen zeige ich euch dann, wie dann dieses Feature mit den Wegen funktioniert. Aber ich finde es geil, dass wir jetzt noch so einen dritten Ofen haben. Wobei es für uns jetzt eigentlich bedeutet, dass wir auch wieder Kohle sammeln müssen. Wir müssen wieder Kohle sammeln. Wir müssen wieder Kohle sammeln. Erstmal die ganzen Blackberries. 80 Blackberries können wir eigentlich auch endlich mal verkaufen. So, wir haben 12 Uhr, aber... Also wir können ihn gar nicht da dazustellen. Wir können ihn aber da einstellen, gut. So, jetzt können wir ganze... Jetzt können wir ganze 7 von den Dingern bauen. Ist doch eigentlich schon echt... Das heißt, haben wir 8, haben wir insgesamt 11. Könnte sogar echt interessant werden, ne? Aber egal. An dieser Stelle. Hau rein. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.